Ja, Zack wäre sehr, sehr gut hier für Oscar. I like it. Zack plus Asie oder Orianna. Asie oder Orianna, beides sehr, sehr gut. Ich glaube, Orianna sogar ein bisschen higher prior. Hast jetzt diese Zack-Orianna-Kombo. Orianna hat eigentlich auch eine gute Zeit gegen Talia in der Lane, generell. Last Pick Jungle, sie geht für Sejuani. Okay, check ich jetzt nicht so ganz. Also, ich glaube, Poppy oder Lee Sin wäre besser gewesen. Sejuani ist, glaube ich, aber auch ganz okay. Kalista muss On-Hit gehen. Glaube ich nicht. Also ich glaube, Lethality wäre total fein hier. Aber kann er machen, kann er machen. On-Hit natürlich besser gegen Sejuani Cressante. Aber ich glaube, Lethality wäre auch okay. Aber er wird wahrscheinlich On-Hit gehen, ja. Du hast wahrscheinlich recht. Ja, Little Tempo. On-Hit mit Renata. Klingt besser. Hey, Dirty Kurdy, I can't speak English, man. Sorry, bro. I have German costume rights only. Sorry about that. Lane Swap. Okay. Core JJ musste hier flashen. June ist vorgeflasht. Flash für Flash. Trade. Umti invadet hier gerade Razok. Ja, Umti hat einen Kindle Jam bei. Oh, Razok muss vorsichtig sein. Boah, stark gespielt von Razok. Er kriegt den Gromp sogar noch. Krass. Bin seit 6 Uhr morgens gestern wach. Eieiei, okay. Langer Tag für dich. Okay, Umti wird hier. Oh. Wahrscheinlich flashen müssen, obwohl APA ist hier first. Okay, Razok ist tot. Die Frage ist, wie viel kriegt Fnatic hier? Sie kriegen einen. Und sie kriegen APAs Flash. Okay, nicht so schlecht. Ich glaube, das ist gut für Fnatic. Schade, wenn er den Jump trifft, kann er vielleicht APA killen hier. Ja, ich bin bei dir all along, ja. Wäre wahrscheinlich gut für Liquid gewesen. Boah, schön von Impact. Alter. Oscar wäre hier gerade fast gestorben. Das war ziemlich close. Okay, APA wird hier sterben. Kein Flash. Easy Kill. Schönes Setup von Humanoid. Sehr stark gespielt. Oh, Oscar wird hier wahrscheinlich sterben, ne? Sejuani ult. Oh, schlechtes Flash. Aber. Oh. Ja, schaffen sie, oder? Oh mein Gott. Okay, das war nochmal knapp. Razok. Ich bin überrascht, dass Razok hier nicht Drake macht. Ich glaube, Drake hätte ja machen können. Oh. Okay, Razok will's wissen. Alter, das war ja ein ekelhafter Tod. Und Oscar wird auf Toplane gesolo-killt. Okay, Liquid am Start. Razok hat geintet und Toplane solo bolo. Okay, June wurde gecatcht, als wir im Replay waren. Alles klar. Okay, Humanoid. Alter Schwede, es war sehr, sehr close. Krass, Mann. Einfach ein dry fucking 2v1 Kill auf Top auch. Sie müssen auf jeden Fall Jayan killen. Sie kriegen nicht mal Jayan. Boah, eine reine Katastrophe hier für Fnatic. Eieieiei. Boah, das ist gar nicht gut. Oh mein Gott, Oscar ist ein fucking Griefer. Ja, June sollte das Ding hier starten, dann sollte das hier noch ein Kill werden. Okay. Ja, sie kriegen Umti. June wird sterben. Oh, er kommt raus. Okay, sie kriegen APA auch. Nicht schlecht. Komm auch raus. Sie kriegen hier sogar First Tower. Und egal wo Impact ist, ist natürlich sehr, sehr gruselig, ne? Okay, Oscar wurde gecatcht.
Muss hier rausflashen. Okay, APA ist auch caught. Kann er hier rausholten? Probiert's nicht mal, er ist einfach tot. Okay, Impact wird vielleicht hier auch sterben. Ne, ist einfach nur ein 1 für 0. Sie kriegen Kill auf APA, stark. Können aber nicht wirklich viel draus machen. Sie haben hier sehr viel benutzt. Oscar ist auch sehr low gedroppt. Schwierig, das ganze Ding für Fnatic hier zu contesten, ne? Okay. Noah muss rausflashen. Rasog ist auch ziemlich deep hier. Boah, Rasog hat sehr, sehr spät geultet, leider. Das sieht sehr, sehr gut aus für Liquid hier. Okay, Oscar wurde von der W getroffen. Alter, Impact macht 1v5 hier auf der Backline. Impact, Cassante kommt balanced, I guess. Okay. Gegen Renata und Xinsa ult. Schönes Splash von Ion. Es wird ein clean Swipe hier. Impact haut hier alle weg. Boah, stark von Impact. Boah, stark von Impact. Meine Fresse. Hat er geil gespielt, Mann. Sollte ja eigentlich Game sein, oder? Können die beenden? Ah, ich glaube, das Ding ist over, oder? Hm, vielleicht auch nicht. Aber es ist gut, so gut wie over, das Game. Liquid kann das hier jetzt ganz langsam und easy runterspielen. Entweder sie warten für Soul oder auf Nash. Das können die eigentlich auch hier direkt fighten. Bisschen deep von Impact da. Alter, Impact überlebt das? Nee, er ist tot. Oh mein Gott, Impact. Stirb einfach, Bro. Er ist tot. Er ist ein 3 für 1, ist easy. Können nicht wirklich einen Fight verlieren gerade. Okay, Noah wurde gecatcht. Oh, Humanoid. Er ist tot. Können halt wirklich machen, was sie wollen jetzt, ne? Entweder finishen oder sie gehen für Drake und für Nash. Sie gehen für den Finish, kann ich verstehen. Orianna, stärkster Member vom Gegner down. Fnatic hat jetzt nicht wirklich viel Wave Clear hier noch. Ohne Humanoid. Sie können ja einfach ganz langsam die Tower hitten. Alter, dieser Jayon ist so schlecht, Mann. Ich krieg das Kotzen beim Zuschauen. Dieser Lucian ist so bad, Mann. Aber es reicht. Es reicht. Geil, GG's. Ich will den Zac nicht nochmal sehen, um ehrlich zu sein. Ja, Umti geht für seinen Jungle Special hier. Er hat das auch in NA sehr gerne gespielt. Jax und Tuxinsa. Oh, sie gehen hier für Lily als Tristana, oder was? Nee, listen. Okay. Ja, meint, er geht doch nicht für Jax, er geht für Lee. Okay, Poppy Toplane plus Azir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Poppy ein starker Pick. Hat eine sehr gute Landing Phase into Cassante. Gewinnt das Matchup sehr hart. Gut gegen Lee, gut gegen Rell. Gefällt mir, gefällt mir.
Schöner Dread von Fnatic diesmal. Sehr, sehr schön. Okay, APA geht hier für Corki, wie es aussieht. Oder was pickt der Ahri? Ja, sie müssen eigentlich Ahri picken. Sie brauchen hier richtig harte mit Jungle Pressure. Die zwei müssen das carryen. Kein großer Fan von Liquid's Draft hier. Ich glaube, sie wurden sehr, sehr hart outdrafted. Picken am Ende auch Ahri into Poppy. Fnatics, denke ich, sehr glücklich darüber. Also in Theorie hat Fnatic hier Winning mit Botlane, Winning Toplane. Ich glaube, Midlane ist Asia auch ganz entspannt into Ahri. Das ist halt das Ding, ne? Das ist halt ein Elimination BO5. Also der Verlierer ist raus aus dem Turnier. Wenn die Stakes so hoch sind, also wenn es um so viel geht, beide Teams natürlich ein bisschen mehr Angst, Fehler zu machen. Ne? Gehen wir für den Toplane-Dive oder was? Boah, schon ein bisschen crazy. Alter, Impact hat ja komplett geintet. Was zur Hölle hat Impact gemacht? Seine ganzen Abilities rausgeballert. Ohne Grund. Ja. Ah, schöner Ziel. Oh, Razok. One-Shot. Er ist One-Shot. Alter, Umti ist so schlecht, Mann. Dass er da flashen muss, ist schon so elo-boosted. Aber gutes Play insgesamt von Liquid. Kriegen hier Razok. Oh, Razok wird sterben wieder. Oh. Okay, ist okay, ist okay. Ist gut gemacht von Razok. 1 für 1. Ich glaube, Asia hat den Kill bekommen. Er hat Red Buff, ja. Ich glaube, Asia hat den bekommen. Ist okay. Oscar macht halt 10 gute Dinge und dann macht er halt ein so ein komisches Play, ne? Okay. Kriegt den Tower. Wird der dafür sterben? Ich glaube, er ist tot, ja. Ja. Oh. Okay. Vielleicht wird es ein Bait. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Sidesteps waren clean, Mann. Er hat fucking 10 Qs gedodged und Thunder Sky nochmal geprockt am Ende. Okay, stark, Oscar. Well played. Ah, ich glaube, Humanoid wird sterben. Er ist tot. Er ist sowas von tot. Schön gemacht von Umti. Ja, starkes Play von Liquid. Kriegen wir vielleicht sogar den ganzen Tower? Ne, Liquid ist hier, um zu verteidigen. Fnatic muss halt langsam zum Drake kommen. 20 Sekunden. Den wollen sie auf jeden Fall nicht abgeben. Okay, sie flashen auf Yeon drauf. Kein Flash. Easy. Was passiert in der Mitte? Oscar. Oh. Okay, Razok, stark. Richtig schön gespielt. Kriegen wir T2 mit, T2 top. Game ist komplett over. Alter, Humanoid. Das war ein krasser End. Okay, es ist 1 für 1. Haben nochmal hier uns Sams rausgeholt, Umtis geflasht. Impact hat Ghost benutzt. Ist overall, glaube ich, okay für Fnatic. Alter, die Poppy ist 4000 Gold vorne. Das ist schon geisteskrank. Der Mann ist gefeedet, Mann. Oh, sie haben Code JJ gefunden. Ein random Code JJ im Jungle gefunden. Oh. Okay, Noah wurde irgendwie gecatcht. Keine Ahnung, wie. June auch. Was ist denn hier los? Alter, dieser Umti ist so schlecht, Mann. Das ist geisteskrank, wie bad der Typ auf Listen ist. Ich glaube, Fnatic ist okay hier. Ich glaube, die kommen klar. Ist okay. Nichts passiert. Poppy ist viel zu stark hier. Die sind fein.
Gewinnen das sogar, oder? Ja. Die gewinnen den Fight ganz easy. Humanoid kann da auch reinfahren, wenn er will. Ja, das sind komplette Bots, Mann. Die Series können sie nicht verlieren. Die spielen halt gegen komplette Bots, ne? Nee. Die Series kannst du nicht verlieren, Bro. Schwitz gegen komplette Bots. Der wäre schon peinlich. Okay, CGN jetzt den Bot in der. Sieht super free aus mit 6 Wild Grubs. Wollen die hier beenden? Ja, sieht so aus. Alter, APA, kompletter Bot. Easy. Okay, schöner Kick von Umti, aber glaube ich relativ egal. Okay, easy. 1-1. Stark. Bin auch kein großer Fan von Nong auf Kalista. Boah, das Game sieht sehr, sehr hart aus für Fnatic jetzt schon vom Draft her. Alter, der Aurelion Solpik. Ja, Orianna macht Sinn. Nochmal eine schöne Combo mit Zac und mit Wukong. Müsste eigentlich Orianna sein. Bitte geh nicht away. Oh. Ja, TL's Draft sieht schon sehr, sehr solid aus, ne? Boah, ich glaube, Liquid hat das in der Tasche. Das dritte Game. Harter Draft Win, würde ich sagen. Sieht schwer zu gewinnen aus für Fnatic. Außer Wukong und Zac rasten komplett aus. Ja, ist schon ein harter Draft Gap, ne? Boah, ist schon ein harter Draft Gap. Bin ich bei dir. Oh oh, Razog ist tot. Unlucky. Ah, ist tot. Boah. Kriegen wir Core hier? Okay. Ist okay am Ende, ist ein 1-1. Oh, Umti. Ja. Schöner Gank. Echt guter Gank. Humanoid wird komplett weggechunkt. Kriegt noch seinen Poppycrook. Kriegt dadurch auch Entry auf Raptor. Boah, Solo Kill. Stark von APA. Der Mann ist auch Aurelion Sol Main. Okay, Jun flasht rein. Okay. Vielleicht können sie die Ashe jetzt jailen, ne? Ja, vielleicht können sie ihn jailen hier. Ja, ist auch tot, ne? Vorher kann er nicht einfach rauslaufen. Doch, der kann einfach rauslaufen, Dead Barrier. Oh, Botlane wird gegankt. Noah muss aufpassen. Digga, flash doch. Alter, wie schlecht ist Noah? Ach, Noah hat gar keinen Flash. Warum flame ich den ohne Grund? Aber meint, der konnte nichts machen. My bad. Ich nehme alles zurück. Oh. Okay, Razog ist tot. Oh, APA auch. Okay. Humanoid. Oh, Humanoid hat gemisst. Disgusting. Humanoid hat es richtig schlecht gespielt. Boah, das ist hart, Mann. Das ist hart. Kriegen ja sogar der Midlane Tier 2. Okay, Fnatic will hier fighten, wie es aussieht. Ja, gute Rumble von Jun. Sehr schön. Und die haben sie. Okay, Yeon haben sie auch. Kriegen sie Impact? Ich glaube nicht. Das ist zu schnell, oder? Er kann jetzt nochmal zum. Oh! Ach, schade. Close. Nochmal Ash Flash bekommen, ist okay. Guter Fight von Fnatic. Wollen jetzt nochmal schauen hier, aber. Oh, Umti? Umti ist wieder am Griffen. Alter, Umti ist richtig hart am Griffen. Okay, stark für Fnatic. Oh mein Gott, Razog. Wunderschön. Kommt er nochmal raus? Boah, wenn Razog hier nochmal. Okay, er hat die ganzen Standard Sky Procs geholt. Oh, sie haben.
APA auch gekillt. Oh, Razok, schade. Oh, schöner Catch auf Jun. Boah, schöner Arrow von Kor. Wellplayed. Oh, kriegen wir vielleicht sogar nochmal was. Ja, starker Aurelion Ult. Okay, Kalista tot. Razok tot. Alter, die Way Ult geht weit. Okay, APA, der Drachenlord. Schön, das ist Free Baron. Ich hätte mir gewünscht, dass er einen anderen Champion spielt. Okay, Umti ist wieder am Fighten. Sieht gut aus für Liquid. Boah, sieht sogar sehr, sehr gut aus. Holy shit. Stompen die komplett weg. Wird einfach gesolo-bolot, Mann. Aurelion zu broken. Noah muss aufhören, Kalista zu spielen. Das muss wirklich aufhören. Es reicht langsam. Ich habe genug gesehen. Boah, der Varus, der Damage ist schon ziemlich nasty gerade. Schön gespielt von Neon. Katastrophale Performance von Razok und Humanoid, die Zone wirklich. Aber ich glaube, der Draft ist auch einfach hart. Aber ein hartes Game. Ich glaube, Draft war wirklich katastrophal, dieses Game, wirklich. Lee Sin? Ja, Lee Sin ist auch geil hier, ne? Boah, das ist ein geiles Lee Sin Game. Das ist schon ein sehr, sehr geiles Lee Sin Game. Schon ein Traum Lee Sin Game gegen Sejuani on. Viego? Kein großer Fan von Viego. Er hat halt, aber halt geiles Setup, ne? Er hat Ash Arrow, Varus Ult, Kassante, Orianna. Setup ist da. Aber riskanter Pick, würde ich sagen. Also ich hätte mir hier schon eher Lee Sin oder was anderes gewünscht. Oder Poppy. Ja, es wird APA auf Tristana. Es ist nichts anderes offen. Er muss die Tristana gehen. Der Mann hat aber auch solide drei Bans gefressen. Also er hat seinen Job gemacht. APA hat sich echt gut entwickelt dieses Jahr. Er hat drei Champs, auf denen der sehr gefährlich ist. Ist respektabel. Mehr brauchst du auch nicht. Nee, dürfen sie gar nicht. Nee. Fnatic lässt das nicht zu. Schön von Razok. Oh, okay. Alter, APA springt einfach. Wait, Razok? Holy shit. Wait, ist Impact nicht einfach tot? Nee. Okay, sie haben Impacts Flash geholt. Ist okay, kriegen hier noch den Gromp. Ich glaube, Impact wird hier sterben, bevor Umti da ist. Ja, der Mann ist Butter. Alter, Noah, Mann. Eieieiei. Kriegen die den nicht? Alter, Noah hat's wieder so gecringed. Ja, Noah hat das Play wieder leider gecringed. Schade. Traurig. Ah, ist natürlich sehr, sehr gut für Liquid, ne? Der Impact kann jetzt einfach zurücktippen hier auf die Lane. Oscar wird von der Wave gezoned. Ornn kann einfach tippen. Hoch. Okay, schön gespielt von Fnatic. Nevermind, richtig geil. Können den einfach diven? Krass.
Versuchen das gleiche auch auf der Bot-Seite hier. Okay, Oscar ist auch tot. Warum haben die keine Tower-Aggo genommen? What the fuck? Ja, warum nennt sich von Noah? Er wollte da die zwei einfach hindern reinzulaufen zu seinem Team. Hat sie zu sich gezogen. War nicht gut von ihm. Oh, vielleicht ist Impact hier tot. Ja, Impact ist, glaube ich, dead as fuck. Oh, TP kommt von APA. Okay, Razor kriegt Reset. Boah, das sieht sehr, sehr gut aus. Stark, Mann. Okay, Razor ist richtig gefeedet, Mann. Der holt jetzt hier auch 6 Void Grubs. Holy shit, Mann. Oh, Razok. Rest in peace. Shutdown on Neon. Oh. Das ist nicht gut. Oh. Okay. TP kommt. Oscar. Oh, APA turned off Humanoid. Oh oh. Okay, Humanoid tot. Ja, Botlane moved nicht und Razok ist topside. Hätten sie nicht machen dürfen. Schlechtes Play. Wird schwierig für Fnatic hier reinzulaufen. Der Lucian ist sehr, sehr stark. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, Razor kriegt einen Reset. Okay. Well played, well played. Oh, APA kann hier einfach draufspringen, oder? Der ist einfach tot. Easy kill. Holy shit. Das wird Drake für Liquid. Ich glaube, Liquid gewinnt das Game, by the way. Ja, ich glaube, Fnatic ist raus, Jungs. Ich glaube, wenn das Orn-Scaling nochmal reinkommt später, wird es richtig brennen. Wenn die Orn-Items kommen. Ja, sieht hart aus. Okay. Oh, sie haben vielleicht Umti. Er hat Flash. Oh. Kein Flash Humanoid. Oh, Razok braucht ein Reset. Oh, Desaster. Oh mein Gott, die haben Impact nicht bekommen. Desaster. It's a disaster. No, Game State looks horrible for Fnatic. Oh, 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 GG, GG, GG. Oh, Oscar. Oh, schade. Haben nochmal genug Kills bekommen, um Baron zu verhindern, wenigstens. Aber sieht sehr, sehr it looks really horrible for Fnatic, guys. It looks horrible. I think it's GG. Sieht sehr, sehr hart aus. Kann hier einfach reinrennen, oder? Alter. Ja, das Ding ist over, Jungs. Das Ding ist over. Keine Chance. Humanoid hat Flash. Oh mein Gott. Oh, sie haben Lucian Reset. Oh no, Razok. Nein, Razok hat geintet. Schade. Schade, Mann. Razok hat komplett geintet. Das ist Baron. Servus, Cracked. Guten Morgen. Holy APA. Er lebt immer noch aus GG.
Ah, GG's. Oh, Liquid hat einfach besser gespielt. Botlane Gap war zu groß. ADC Gap. Der Draft war auch komplett geisteskrank. Also Kassante First Pick hat absolut gar keinen Sinn gemacht. Toplane, was picken die auf Toplane? TF ist banned. Vayne. Niemals. Was? Das kann doch kein gutes Vayne-Game sein. Okay, wir kriegen hier vielleicht Cream auf Akali. Das wäre richtig geil, Mann. Cream ist geisteskrank auf Akali, by the way. Boah, der hat Akali angelockt. Boah, das wird ein geisteskrankes Game. Richtig geil. Richtig geile Drafts. Richtig nice, Mann. Also den Vayne-Pick feiere ich persönlich nicht so. Es gibt so zwei Champions in diesem Draft, die mir nicht gefallen. Erstmal der Viego von Tess, der gefällt mir nicht so. Und der Vayne-Pick. Vayne und Viego gefallen mir beide nicht so. Schauen wir mal. Botlane-Matchup ist hard-winning für Tess. Aber Tess hat ein sehr, sehr schlechtes Top-Lane-Matchup. Lane-Swap wäre gar nicht so schlecht für Top-E-Sports hier. Wo ist Zertos? Keine Ahnung. Ja, aber die können sich nicht zu dritt die XP teilen in der Mitte. Zu dritt willst du nicht teilen. Maximal zu zweit. Wo soll denn Vayne hingehen dann? Okay, die werden hier jetzt retaken auf Bot. Ey, das ist... Oh mein Gott. Krass, Mann, die haben ihn einfach gewone-shottet. Er hat aber TB. Traut er sich? Ja, er traut sich. Oh mein Gott. Flash? Boah, ziemlich spätes Flash von Tieren. Eieiei. Die diven jetzt den Kassante auch einfach nochmal. Ja, rein da, Lehens, rein da. Boah, stark, Keen. Oh, Keen wird executed. Boah, Junge, Junge, die nehmen die richtig auseinander, Mann. Richtig stark von Gen.G bisher. Richtig, richtig stark, Mann. Okay, Corki in dem Package. Gen.G wird hier für den Drake spielen wollen. Wow. Wow. Ist das nicht ein bisschen deep? Ist richtig bad, ne? Oh mein Gott, was war das für ein Int? Cash out für Draven. Die sind sowas von back. Oh, Mako hat das auch sehr schön gespielt hier. Double Nautilus Ult, boom. Ah, Late Game, weiß ich gar nicht, wer hier besseres. Okay, 369 wurde gedived auf Top. Ich glaube tatsächlich, Tess hat besseres Late Game, aber ich bin nicht sicher. Sollte möglich sein. Canyon ist aber auf dem Weg. Muss ein schnelles Play sein. Oh, schön von Cream. Wunderschön, wunderschönes Play. Toplane ist halt großes Problem, ne? Die Vayne hat Solo Gold auf den Tower bekommen und hat mehr CS. Oh, Tien wurde gecatcht. Sehr schön von Lehens, well played. Oh, Jackie Love. Oh, die haben es ein bisschen gepuppelt hier. Canyon ist tot. Draven hat Cashout bekommen. Stark. Oh, Cream will hier vielleicht reingehen. Oh, wow. Wurde fast gewone-shottet. Alter! Okay. Oh, 369 ist schon nicht stark genug für das Play. Oh, vielleicht kann Chien hier nochmal rein. Ja. Ohoho! Wunderschön. Geil gespielt von Chien. Sehr, sehr nice. Oh, okay, diesmal ist Jackie Love tot. Er hat GA. Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Tien? Nein! Nein, das ist ein Desaster. Oh, Tien hat gepopelt. Oh, no. No. Boah, Canyon hat es gesmurft. Schade, Mann. Boah, ich glaube, Tess hätte den Fight gewinnen können.
Okay, schön. Gehen die nochmal rein? Boah, Junge, die Rocket auf 3, Leute. Meine Fresse. Okay, wird hier ein Drake Contest. Drake in 10. Chovy hat Package nicht genommen. Ja, Genji muss das einfach nur langsam spielen und Chovy poken lassen. Mit den Raketen. Okay, Viego hat ihn. Oh, 369 ist tot. Ja, sieht nicht gut aus. Oh. Ach, schlau von Lehens da einfach Jekyll wegzunocken. Können jetzt einfach Baron gehen. Zwei Leute gekillt. Alter, diese Raketen sind so geisteskrank. Was ist das für ein Damage von Corki? Treffen den Hook, aber nur Wallister. Ist nicht gut. Oh, Pace. Wie ist denn der da gelandet? Okay. Ja, ist GG. Trotzdem stark gespielt von Jackie Love, muss man schon sagen. Jackie Love hat eine echt krasse Runde gehabt. Okay, Cream geht Ari. Die bräuchten jetzt so Physical Damage auf Top. Ja, Renekton wäre nice. Okay, okay. Ich mag den Test Draft. Ich mag aber auch den Genji Draft, muss ich sagen. Genji bräuchte jetzt so einen eiskalten Tank einfach auf Top. So Ornn wäre nice. Einfach einen Tank. Die brauchen einfach nur einen Tankiness. Einfach einen Schrank brauchen die. TF gehen sie, okay. TF hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube nicht, dass TF so gut hier in die Comp reinpasst. TF gibt denen halt CC, High Range CC, aber ich dachte eigentlich, dass sie einen Tank wollen. Boah, ich glaube, Tess macht das. Ich glaube, Tess macht das, Jungs. Mir gefällt der Test-Draft sehr, sehr viel besser. Die haben wirklich alles bekommen, was sie wollten, ne? 369, sehr comfortable aufs. Boah, die können diesen TF halt richtig wegcampen, ne? Renekton Sejuani gegen TF. Jeder Gank sollte eigentlich ein Kill sein nach 6. Und die Games, die ich Chovy Azir spielen gesehen habe, sah er auch nicht super comfortable auf Azir aus. Oh, laber doch keine Scheiße. 2v2-Kill? Wow. Guys, train 1v1. Beide Supports kriegen die Kills. Okay. Okay, Chovy hat TP. Cream auch. Eieiei. Oh mein Gott, Canyon, du Psycho. Oh, Lance. Oh mein Gott. Junge, Pace komplett am Aushassen. Pace hat den Drake gestealt. Rennt doch mal euer Leben. Wenn es euch heilig ist. Oh, die kommen raus. Jackie Love hat Flash gewastet. Alter, krasser Steal von Genji. Stark. Herald Start von Genji. Okay. Test ist eigentlich relativ stark hier. Okay, ist Johnny geht in den Flank. Wow. Okay, Lance ist auf jeden Fall tot. Das, oh, schönes Mikaels. Alter, er kommt. Oh no. Ey, Lance hat den gerade komplett die Arme gebrochen im Gegnern. Alter, Lance, so eine Maschine auf Lulu.
Boah, stark. Boah, stark. Du hast einfach Tischtennis mit ihm gespielt. Sehr, sehr nice. Okay. Canyon? Okay. Jetzt müssen wir was draus machen, Jungs. Ihr habt einen Catch bekommen. Auf den Jungler. Okay. Wow, Jackie musste auch wegflashen. Okay, Canyon haben sie. Ist ein One for One. Oh. Ich glaube, ein bisschen zu tanky. In dem Fall. Hat sowieso noch Sonjas gehabt. Oh, schöner Kick von Canyon. Baron secured. Alter! Stark von Jovi. Well played. Ja, oh, das Ding ist gelaufen. Das ist 2-0 Genji. Das Game ist over. Oh oh. Okay, kleiner Hint hier von King. Ja, Top Ende wird fallen. Oh, TP behind. Okay. Ich glaube, die wollen sogar weitermachen, ne? Mit den Nami Bubble kann man glänzen, ja. Oh, schön von Canyon. Uhuhu. Beautiful. Sexy. Boah, sehr sexy. Sehr schön. Sehr, sehr schön von Canyon. Alright, GG, 2-0 Genji. Sieht dann um 3-0 aus, muss ich sagen. Die sehen wirklich unbesiegbar aus heute. Die sind auf einem anderen Level heute, wirklich. Viel, viel besser als ihre Games gegen Fnatic. Stark. Okay, geht Javan statt Vi. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Javan ist sehr gut gegen Maokai auch. Ist ein schönes Jungle-Matchup. Währenddessen Vi nicht so toll hinter Maokai ist. Okay, es wird hier Mako mit dem Rumble-Support sein, wie es aussieht. Und jetzt noch Renekton vielleicht? Rumble Renekton? Würde eigentlich gut reinballern. Oh, es ist Rumble Top. Oder wie? Ja, es ist Rumble Top für 369. Okay. Alles das Support. Ryze. Von dem Matchup habe ich schon sehr, sehr viel gehört, auch in Solo-Queue. Ryze und Rumble. Soll ein gutes Matchup sein für Ryze. Wenn es jemanden gibt, der sowas spielen kann, dann ist es Keen. Der Mann hat krasse Mechanics. Fnatic wurde auseinandergenommen, ja, heute. Keine Chance, Bro. Keine Chance. Oh, Canyon. Okay. Kommt der... Oh, fast Schild nochmal bekommen. Schade. Ist Mako jetzt tot? Nee, ist fein. Okay, Top-Lane-Dive, ganz entspannt. Wow, Tien, fucking Smurfer. Ist er trotzdem tot? Ja. Ja, Aesol hätten sie nicht abgeben dürfen, auf jeden Fall. Oh. Okay. Der nimmt der noch einen Tower-Shot? Ja. Okay. Okay, Tess macht das sehr, sehr gut bisher. Holy shit. Läuft. Das Early Game läuft richtig gut.
Oh oh. Okay, Mako muss tot sein dafür. Er muss tot sein. Das hat bisher alles bekommen, also 3 Void Drops. Early Game läuft auch gut. Drake kriegen sie jetzt auch. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, den zu contesten. Glänzen muss er auch. Er ist aber tot. Nee, das Game ist komplett unplayable, Mann. FF. Oh, die wollen das fighten, weil Chovy Package hat, ha? Okay. Kein gutes Package von Chovy. Okay. Das Game ist GG, man. Okay, jetzt weiter Drake's auch free. Diven die einfach, oder? Einfach alles da rein da. Nein. Schade. Oh. Kein Flash Canyon. Okay, kommt raus. Vielleicht ist Kalista einfach kein guter Champion. Ich sehe Kalista immer nur verlieren. Okay. Nee, Tess gewinnt. Ganz easy. Können jetzt auch Baron machen, ne? Keine Chance. Soll es ein Easy Baron werden? Vielleicht chasen die den sogar noch. Ja, die chasen den noch. Oh. Okay. Kriegen 369. Not bad. Well played. Oh, er geht fürs 1-on-1 vielleicht. Oh, 369 hat kein Flash. Er ist tot. Okay. Oh, Cream tankt die alle weg. Holy shit! Was eine Maschine. Let's go, Cream. Was eine Maschine. Holy shit. Okay, Baron Force und Genji, die sind richtig desperate. Ah, ja, sie probieren nochmal was, ne? Ja, ist GG. Let's go, Cream. Sehr starkes Game von Cream. Sehr starkes Game von allen, to be honest. Maokai auch sehr krass. Tien, Mako, Jackie, jeder hat richtig krass gespielt. Okay, 2-1, I guess. Vielleicht ist hier noch was drin für Tess. Echt, Support gehen sie, okay. Ja, ich glaube auch, das sind 3-1. Ich glaube, Genji hat das in der Tasche. Der Draft sieht schon sehr, sehr krass aus, Mann. Geisteskranker Draft. Wie willst du Teamfights dagegen gewinnen? Die haben ja alles. Ich meine, Lane zu Lane sieht's hart aus, ne? Early Game sieht echt hart aus, so. Sejuani stärker als 2 Early Game.
Urgott gewinnt gegen Cassante. Draven Ash zerstört Kalista Alistar. Corki besiegt auch Azuri. Actually, drei Losing Lanes mit Losing Jungle. Der Mann ist halt immer noch nicht gebased. Keen, ich weiß nicht, worauf er wartet, aber der Mann hat locker 2000 Gold gleich. Oh, wollen Jackie? Ist schon ein bisschen deep, wa? Oh, das ist gar nicht gut. Eieiei. Sind alle tot. Ach du Schande. Kriegt der Cashout auch noch? Oh ne. Alter, Canyon ist so ein dreckiger fucking Entermann. Och ne, Bro. Ich wollte doch schlafen gehen, du Bastard, Digga. Gänsehaut, Digga. Ich wollte schlafen gehen, ja. Gänsehaut. Okay, Keen ist einfach tot, I guess. Rest in peace, Bro. Kommst du hier nicht raus. Jackie Love ist eine Maschine, ja. Er schießt jetzt auch noch die Draven ult Bot, um die Wave zu clear. Nee. Zu kurz. Ist das ein Play? Boah, schönes Flash von Canyon. Okay. Okay. Das sind einen kompletten Tower vorne gerade. Obwohl, der Top Tower ist auch ziemlich low. Nur eine Plate. Okay, Canyon? Canyon, Bro? Was? Was? Nein, Bro. Er ist aber ziemlich hart am Griefen heute, ne? Canyon. Schöner Herald. Mag ich. Die können hier safe second crash holen. Safe. Vielleicht sogar den ganzen Tower. Ja, die sollten den aber auf jeden Fall fahren. Oh! Oh, die Interaction habe ich noch nie gesehen. Krass. Oh, sieht trotzdem beschissen aus. Ach krass, also der Typ, der aus dem Herald raushüpft, den kann man mit der Azir Wall blocken. Das wusste ich gar nicht. Das ist cool, gut zu wissen. Ich glaube, hier wird es kein Scaling geben. Ja, dafür wirst du auf jeden Fall bezahlen, Canyon. Ja, er lebt. Nee, Test wird das Game gewinnen. Ist egal, wer besser skillt. Das Ding ist over, Jungs. Oh, Chovy will die aufräumen. Oh. Schade. Oh, Genji will hier was probieren, maybe. Ach, schlechter Engage, glaube ich. Oh. Okay. Oh, schöne Sigil. Holy clean. Wow, 369 ist am Smurfen. Wow. Das ist Baron. Boah, heftig gespielt vom Urgott. Richtig geil gespielt von Urgott. Holy shit. Richtig, richtig clean. GNG wird hier jetzt ein letztes Mal nochmal was machen. Wie lange kann er überleben? Okay, er ist sowas von tot. Okay, der Mann ist Butter. Können immer noch spielen, glaube ich. 4 gegen 5 können sie noch spielen. Sieht spielbar aus, actually, ja. Die Rockets landen. Oh, er holt schnell Package. Wo ist Tipi? Oh, der wird da reinfahren, ne? Oh mein Gott, sie haben die Soul bekommen. Tian, die Legende, hat Soul gestealt. GG's. FF. Mako auch sehr, sehr stark, ja.
Alle von Test sehr stark. Es gibt nicht viele. Oh. Oh, er hat ihn noch bekommen. In dieser Series gibt es nicht viele andere Performer. Ich finde von Genji auch jeden stark außer Canyon so. Ja, ich respektiere Draven-Spieler auch. Boah. Ich hab's gar nicht gesehen. Arrow gehittet, ne? Oh, die gehen direkt für Finish ohne Baron. Ja, GG's. Oha, oha, die rasten komplett aus. Beruhigt euch mal. Die machen sich über die lustig, Bro. Okay, let's go. Was? Laber keine Scheiße. Was? Nidalee. Crazy. Er pickt einfach Nidalee, Game 5. Das ist crazy. Ja, Canyon Nidalee ist richtig krass, ja. Holy shit. Boah, beide Drafts sind geil. Ich finde, der Nidalee-Pick hat den Draft ein bisschen ruiniert, though. Ich finde, der Draft wurde ein bisschen ruiniert, Jungs. Boah, der Nidalee-Pick hat für mich den Draft ruiniert, muss ich sagen. Boah, Nidalee in Akali reinspielen, ist schon hart, ne? Gegen Lucian, Nami, Akali, Nidalee spielen? Boah, ist schon hart. Okay, wie starten die das? Mako muss einfach tanken, oder? Okay, müssen sie nochmal diven. Diesmal 369 starten. Alter, haben die das geil gespielt. Boah, pervers. Richtig geil gespielt, Mann. Canyon muss hier aufpassen. Akali ist am Moven. Oh oh, er ist tot. Alter. Der Mann ist heute aber richtig krass am Griefen, ne? Die Coaches haben Nidalee erlaubt, ja? Oh! Oh! Boah, schön von Tien. Wow! Schade. Fast zwei bekommen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ne, der ist am Griefen. Ne. Ne, hat er nicht gemacht. Wow. Canyon ist am Griefen. Oh, okay, 369 ist tot. Er ist tot, ja. Oh, schöner Speer. Clean. Oh, sie haben Pace wieder. Aber jetzt kommt Backup. Okay. Nicht schlecht. Gut für Genji. Sie haben TP auch für Top. Okay. Ach du Scheiße, Chovy hat ein bisschen gehintet. Oh. Never mind, Chovy hat die gewonshottet. What the fuck? Was passiert? Lance ist tot. Und Cream auch. Oh, schöner Speer wieder. Okay. Ja, das sieht sehr gut aus. Das ist nice. Big. Oh, Mako. Kein Flash.
Oh, Chovy. Mach es. Mach es hier. Hey. Das ist krass. Fettes Shutdown für Jackie. Oh, Baron Frost. Okay, okay, okay. Müssen turnen, ne? Oh, Cream hat gehintet. What the fuck? Beruhigt euch! Okay, was ein kranker Speer. Uhuhu. Okay. Oh, die Speere! Mann, ist der gut auf Nidalee. Schade. Hast du Pace? Ich glaube nicht. Hast du auch. Easy. Bam. Eh. Nee, nee. Könnt ihr benden? Bitte, bitte bandet. Bitte bandet. Schade, schade. Geht nicht. Okay. Junge, Pace hat dreimal seinen fucking Jump gefailt. Oh. Schön. Boah. Boah, Junge, dieser Cocky Damage. Geiles Movement von Tien. Hat alles gedodged. Alright. Genji gewinnt 3-2. Geile Series. Und ich gehe schlafen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Boys. Wir sehen uns dann morgen um 6 Uhr wieder.